Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns in den letzten beiden Videos angesehen, wie man ein Menü auf den Bildschirm bringt, hatten den Befehl Add Cascade kennengelernt und hatten dann auch noch gesehen, wie man in die Untermenüs weitere Befehle einfügt. Und diesmal wollen wir uns ansehen, was ein Event ist, zumindest den Beginn ansehen, was ein Event machen kann, wozu das dient, und den Befehl bind dazu. So, ich gehe gleich mal, ich führe euch das am besten praktisch vor, ich gehe gleich mal hier rein in unser bisher geschriebenes kleines Programm und füge hier einen Abschnitt Events ein. Entschuldigung. So, und hier binde ich an das Hauptfenster ein Ereignis. Das mache ich mit bind. Und dann muss als erstes, also hier vor das Komma, muss der Event rein und hinter dem Komma der Befehl, der dann ausgeführt wird. Das Event setze ich in Anführungsstriche und dann noch in ein kleiner als größer als Zeichen in sogenannte Brackets. Und hier definiere ich mir jetzt das Ereignis, auf das der reagieren soll, in diesem Fall mit einem Befehl. Und das ist das Ereignis, wenn die Alt-Taste und die Q-Taste gleichzeitig gedrückt worden sind. So, das mache ich einfach, indem ich die beiden Tastaturkürzel hier reinsetze und durch einen Bindestrich dann trenne. Also sage, das sind zwei verschiedene Tasten, aber die gehören eben zusammen. Das ist also, dieses Ganze wird als Ereignis definiert. So. Und ausgeführt werden soll dann der Befehl schließen. So, und das war es eigentlich auch schon. So verknüpft man ein Ereignis mit einem Befehl. Und ich speichere das Ganze mal ab und zeige euch jetzt, dass der mir eine Fehlermeldung ausgibt. So, am Anfang nicht. Das seht ihr jetzt hier. Da macht er noch keinen Fehler. Aber wenn ich mir jetzt das hier reinziehe und ich drücke mal Alt und Q. Und dann sagt er mir, hier ist ein Typ-Error. Und schließen hat null Argumente übernommen, aber ein Argument wurde übergeben. Das heißt, er sagt, da ist irgendwas übergeben worden, aber mein Befehl schließen, die Methode, die hat das nicht übernommen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie schließen aussieht. Und hier ist tatsächlich hinten nichts definiert. Und da muss ich, wenn ich ein Event auffangen möchte, muss ich reinschreiben, jetzt wird ein Event übergeben. Auch wenn ich damit dann gar nichts in der Methode anfange. Ja, so, also ich bekomme hier das ist ein relativ komplexes Objekt, was hier übergeben wird. Dieses Event, da ist eine ganze Menge drin. Das schauen wir uns aber dann in den folgenden Videos nochmal genauer an, was da alles so drin steckt. Und ich arbeite aber hier gar nicht damit. Ich möchte einfach nur eben, dass das Fenster geschlossen wird, wenn dieses Event auftaucht, also dieses Alt-Q. Gut, und damit habe ich jetzt vermieden, dass der mir diesen Fehler macht. So, und ich zeige euch das jetzt mal. So. Ja, hier unten. So. Ja. So. Also, ich kann jetzt Alt-Q drücken. Und wenn ich mir jetzt meine Shell aufrufe, seht ihr, der hat das ganz anstandslos angenommen. Jetzt haben wir aber allerdings ein anderes Problem. Und dieses Problem sieht folgendermaßen aus. Ich öffne mir das Fenster nochmal und jetzt schließe ich das mal mit unserem ganz normalen Schließen-Befehl. Und erstens schließt er mir das jetzt nicht. Das seht ihr schon. Ich muss also hier oben drüber gehen. Und dann sagt er mir, schließen vermisst ein notwendiges Argument, was übergeben werden muss, nämlich ein Event.
Und hier haben wir eben das Problem, wenn ich ein Event hier so mit Bind definiere, dann muss in den Befehl schließen auch dieses Event übergeben werden. Und wenn ich das hier bei dem Add-Command mit diesem Command definiere, dann übergibt er mir kein Event. So, weil dann einfach irgendwie klar ist, ich habe auf dieses Label draufgeklickt und deshalb muss da jetzt dieser Befehl ausgeführt werden. So, wie umgehe ich das Ganze? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich mache mir hier irgendwie ein Schließen 1, ein Schließen 2 und definiere das zweimal, einmal mit Event und einmal ohne Event. Muss ich aber gar nicht. Ich kann nämlich hier die speziellen Eigenschaften von Python nutzen, wenn ich nämlich hier in der Parameterübergabe einen der Parameter definiere, also dem einen Wert zuweise, dann muss ich den nicht unbedingt übergeben. So, und das mache ich, indem ich jetzt sage, Event ist gleich None. Wenn ein Event übergeben wird, dann wird dieses None überschrieben. Und ich bekomme tatsächlich dieses ganze komplexe Objekt übergeben. Und wenn ich es aber nicht übergebe, dann bleibt das Event gleich None, also nichts. So, das macht in diesem Fall, wie gesagt, nichts, weil ich ja hier auch gar nicht mit dem Event weiterarbeite. So, und jetzt gucken wir uns mal an, ob das beides funktioniert. Und so. Und als erstes schließe ich das mal mit Alt und Q und er macht mir keinen Fehler. Und dann mache ich das Ganze nochmal mit Datei und Schließen und er macht mir auch keinen Fehler. So, und so kann ich ein Event gleichzeitig an ein Menü koppeln und an eine allgemeine Tastatureingabe. So. Das war es erstmal. Ich denke, das reicht jetzt auch für dieses Video. Man kann mit dem Event noch eine ganze Menge mehr machen. Das schauen wir uns dann in den nächsten Videos an. Noch ein bisschen mehr, weil ich denke, das Event Handling ist eine ganz wichtige Sache, um sich seine Fenster benutzerfreundlich zu machen. Und da gibt es auch eine ganze Menge zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen uns das Event etwas genauer an. Bis dahin.